7 Tote, mehr als 1000 Menschen obdachlos, rund 500 Häuser schwer beschädigt. Die Sturzflut vom Juni 2016 hat unfassbares Leid über die Menschen in der Region Simbach am Inn gebracht. Ein Jahr nach der Naturkatastrophe haben die Landshuter Freie Wähler Landtagsabgeordnete Jutta Wiedmann sowie Fraktionschef Hubert Aiwanger in Simbach der Opfer gedacht und sich über die Hochwasserschutzmaßnahmen der Stadt informiert. Wichtig sei ein verbesserter dezentraler Hochwasserschutz, betonte Wiedmann, denn die Katastrophe vor genau einem Jahr, ausgelöst durch eine sogenannte Megaregenzelle, könne sich jederzeit und überall wiederholen. Daher müssen wir natürlich auch Gemeinden auffordern, vielleicht die eine oder andere Hochwasserschutzmaßnahme zu tätigen, die nicht unbedingt sofort gleich offensichtlich dieser Gemeinde ausschließlich zugutekommt, sondern natürlich auch in einen globaleren Zusammenhang der ganzen Örtlichkeit, also den ganzen, vielleicht auch der Nachbargemeinde zugutekommt. Bisher tragen die Kommunen die Hälfte der Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen. Konsequenz: strukturschwache Regionen können sich die Vorsorgemaßnahmen oft nicht leisten. Die Freien Wähler wollen daher, dass sich der Freistaat mit 90% an der Finanzierung kommunaler Hochwasserschutzprojekte beteiligt. Wir fordern auch, und das ist in der Diskussion mit den Bürgern auch rausgekommen, eine Art schnelle Eingreiftruppe für ähnlich gelagerte Fälle in der Zukunft, dass also Fachleute auch von den Ministerien nach außen geschickt werden, die dann den Behörden vor Ort bei der Bewältigung der Katastrophe ja zur Seite gehen, Hilfestellung leisten, auch Hilfsmaßnahmen schneller abgewickelt werden können, auch vom Notstromaggregat bis zur technischen Hilfe noch mehr von außen kommt, um hier für die Zukunft bei ähnlichen Fällen ja schneller zu helfen. Denn eines ist gewiss: auch künftig wird es gefährliche Hochwasser geben. Mit vorbeugenden Schutzmaßnahmen und einer gut funktionierenden Katastrophenhilfe kann Bayern diese Herausforderungen jedoch durchaus meistern. Dafür werden sich die Freien Wähler im Bayerischen Landtag auch künftig einsetzen.